In Bremerhaven kontrollieren Matthias Clemens und seine Kollegen Lkw mit Gefahrgut. Dieser Fahrer musste seine Ladung bereits nachsichern. Doch das ist noch nicht alles. Sagen Sie mir bitte, wo ist die Kennzeichnung an Ihrem Fahrzeug? Wenn Sie Trockeneis befördern, müssen Sie entweder eine Belüftung an Ihrem Laderaum haben oder eine Kennzeichnung, dass es nicht belüftet ist. Was habe ich denn gefunden? Und eine Belüftung habe ich nicht gefunden und eine Kennzeichnung sehe ich auch nicht. Das Problem bei diesen Trockeneisbehältern ist, die sind nicht hundertprozentig dicht. Die dürfen auch nicht hundertprozentig dicht sein, sonst könnte sich da drin ein Druck aufbauen. Dadurch, dass aber dieses Kohlendioxid jetzt aus diesem Behälter raus kann, müsste die Ladefläche entweder ausreichend belüftet sein oder es müsste ein Warnkennzeichen dran sein, das darauf hinweist, dass eventuell eine erstickende Atmosphäre im Laderaum vorhanden ist. Ich habe gar nichts mehr für diese Sendung, nur diese Spiegelschein. Ja. Ich habe gar nichts anderes. Sie wissen das? Ja. Na, Sie haben also eine Schulung gehabt, die Ihnen sagt, dass Sie das wissen müssen. Der Fahrer muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Ich habe gerade festgestellt, dass der Verstoß gar nicht mal so günstig ist. Also es steht hier drin, dass das Kennzeichen anzubringen oder sichtbar zu machen ist. Das ist dieses Kennzeichen. Und wenn man dieses Kennzeichen nicht anbringt oder nicht sichtbar macht, dann stehen hier im Katalog 300 Euro Bußgeld für den Fahrzeugführer. Der Chef von uns Ganze, der dafür sorgen muss, dass dieses Kennzeichen am Fahrzeug dran ist, für den wird das noch teurer. Aber für den Fahrer kostet alleine die Tatsache, dass das Kennzeichen nicht vorhanden ist, 300 Euro. Matthias Clemens stellt noch ein weiteres Problem fest. Zettel vergessen. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass mir ein Dokument fehlte. Die Lizenz für den gewerblichen Güterkraftverkehr, die jedes Unternehmen haben möchte, das gegen Geld Ware von A nach B kutschiert. Ich brauche noch die Lizenz von der Firma. Mir hat das gerade nichts bei. Keine Lizenz? Haben wir Lizenz, aber nicht im Geld. Nee, keine Lizenz haben, kostet alleine 300 Euro. Müsst du mit dem Chef sprechen? Ich muss nicht mit dem Chef sprechen. Wenn der Chef was wissen will, kann er mich anrufen, ist kein Problem. Ja, er ist gerade im Telefon. Polizei Bremerhaven, Clemens, guten Tag. Der Fahrer hat keine Lizenz dabei. Wie kann das angehen? Habe ich bei mir. Das ist super, die müsste der Fahrer bei sich haben und nicht Sie bei sich im Büro. Ja, weil das ein Mietwagen ist, haben wir so schnell nicht reingetan, haben wir vergessen. Ja, dann machen Sie da bitte ein Foto von, schicken dem Fahrer das aufs Handy, dass ich mir das abfotografieren kann, dass die Firma eine Lizenz hat. Kein Problem. Ja? Also. Schicke ich, kein Problem. Genau, gut, dann machen Sie das jetzt bitte schnell, ja? Alles klar. Gut. Zeitgleich hatte Kollege Nils Spichal einen Transporter mit Gasflaschen in der Kontrolle. Und? Ja, wir haben das Fahrzeug, die Papiere überprüft. Soweit ist alles in Ordnung, dann kann er seine Reise fortsetzen. Das kann der Lkw-Fahrer bei Matthias Clemens noch nicht. Die fehlende Transportlizenz kann er zumindest als Handyfoto vorzeigen. Da ist die Lizenz, siehste. Und damit haben wir jetzt den Nachweis erbracht, dass diese Firma natürlich über eine Lizenz verfügt, aber sie eben nicht mitgeführt hat. Das macht dann einen Unterschied zwischen Bußgeld von, ich weiß nicht, von 300 Euro zu 750 Euro oder irgendwie sowas. Also macht schon einen erheblichen Unterschied, ob ich eine habe oder nicht. Nach 1,5 Stunden darf der Fahrer weiter. Dann sind hier Ihre Papiere wieder zurück, Rollkarte. Das hier ist der Kontrollbeleg. Und dann gibt es demnächst Post von der Behörde, ne? Für die Lizenz, das. Ja, Sie sind ja Berufskraftfahrer. Sie wissen ja, was Sie an Dokumenten mitführen müssen. Und dann müssen Sie, bevor Sie losfahren, eben einmal checken, habe ich alles, zack, 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 habe ich, okay, und los geht's. Habe ich irgendwas nicht, muss ich dann eben sagen, ey Chef, mir fehlt noch das Papier. So, und wenn Sie dann einfach so losfahren, ohne zu gucken oder gucken, feststellen, ah, fehlt, ist egal, ich fahre trotzdem,
dann haben Sie was falsch gemacht. Die Nichtmitführung der Lizenz liegt ungefähr bei 300 Euro. Das fehlende Kennzeichen steht im Bußgeldkatalog mit 300 Euro. Die mangelhafte Ladungssicherung steht mit 300 Euro. Ich weiß nicht, ob die Bußgeldstelle das dann aufsummiert oder dann nur noch anteilig berechnet. Aber ich sag mal, mit 300 Euro Bußgeld muss der Fahrer auf jeden Fall rechnen. Wahrscheinlich eher etwas mehr. Ja? Trotzdem noch einen schönen Tag. Die 15 Euro für die abgelaufene Sicherheitsprüfung erlässt Matthias Clemens dem Mann. Als nächstes kontrollieren Sie diesen Transporter. Morgen. Eine Verkehrskontrolle. Einmal bitte Führerschein, Fahrzeugpapiere und Ladepapiere, wenn Sie denn was geladen haben. Wollen Sie mal einmal hinten aufheben? Man findet in diesen Fahrzeugen wirklich alles quer durch den Garten. Insofern überrascht mich da eigentlich nichts mehr. Ich guck da nur rein. Was sehe ich da? Keine festgemachte Ladungssicherung. Das Erste, was mich anlacht, sind zwei Kanister. Was ist das? Benzin? Kettensägenbenzin? Genau. Ja. Und jetzt hätte ich gerne sowas wie eine gute Erklärung. Ja, gute Erklärung habe ich tatsächlich in diesem Fall nicht. Das ist einfach nur eben gerade reingestellt worden. Ja. Und von wo kommen Sie damit? Buswendeplatz hier Richtung Wanda. Also hier ja, so Kilometer anderthalb zurück. Genau. Und dann die Benzinkanister so lose da drauf gestellt und Kettensägen dahin gelegt und los geht's. Genau. Ich hätte das vernünftig da reinlegen können. Ich hätte das legen können. Ja. Ja. Ich hätte das machen müssen. Punkt. Ja. Wie soll ich sagen? Genau. Nicht so doll, ne? Nein. Nein. Dann würde ich vorschlagen, dann tun Sie das jetzt mal so, wie sich das eigentlich gehören würde. Und dann gucken wir uns das dann nochmal an. Alles klar, machen wir das. Der Mann ist Handwerker. Das ungesicherte Werkzeug kann im Ernstfall gefährlich werden. Ja, wenn jetzt das Fahrzeug gebremst hätte, ausweichen müsste oder wie auch immer, dann wäre das alles schön nach vorne geflogen. Die Kettensägen wären gegen den Kanister geflogen und dann wäre die ganze Flüssigkeit, hätte sich dann im Fahrzeug verteilt. Und dann noch irgendwo ein Funke dazu und dann gibt es einen Feuerball. Das wäre dann das Worst-Case-Szenario. Als Gefahrgut zählen toxische, explosive oder brennbare Stoffe. Ihr Transport unterliegt strengen Regeln. Schon kleine, ungesicherte Mengen führen zu hohen Strafen. Mildernde Umstände sieht das Gefahrgutrecht leider überhaupt nicht vor. Das ist also genauso, ob er jetzt einen Kanister mit Gefahrgut nicht gesichert hat oder einen 1000 Liter IBC oder einen Tankcontainer, macht für den Tatbestand keinen Unterschied. Wenig später hat der Fahrer den 5 Liter Kanister gesichert. Ist das so erlaubt? Dafür hat er extra diese Ausnehmung, ne? Damit man das da vernünftig reinmachen kann. Guck mal, das ist doch super gelöst eigentlich, ne? Das ist ein Kanister, der extra diese Ausnehmung hat, damit man das Ding so festmachen kann. Tja, dann muss man es nur noch tun, ne? Ja. Ja. Sieht total gut aus jetzt, ne? Ja. So ist das, wie wir es haben wollen. Okay. Und hat sie jetzt gekostet wie viel? Eine Minute? Nicht mal, ne? Nein, tatsächlich nicht. So. Matthias Clemens schreibt gegen den Fahrer eine Anzeige. Für die ungesicherten Benzinkanister muss der Mann mit einer hohen Strafe rechnen. Das ist ein Verstoß gegen Ladungssicherung mit Gefahrgut. Da versteht der Gesetzgeber überhaupt gar keinen Spaß. Das wird also ein Bußgeld von 300 Euro. Ein Punkt in Flensburg kommt da auf Sie zu. Und das gibt es dann alles per Post nach Hause. Ne? Da brauchen wir noch gar nicht drüber diskutieren. Das ist nur so passiert. Und da wird man in Zukunft einfach mehr für aufpassen müssen. Genau. Einmal Ihre Papiere wieder zurück. Danke. Kontrollbeleg auch mit dabei. Und alles Weitere gibt es dann per Post. Ne? Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen angenehmen Rest des Tages und auf frohes Schaffen. Danke, das wünsche ich auch. Tschüss.